von Euphorie getrieben. So könnte man die Märkte aktuell beschreiben. Ob es aber tatsächlich so ist, der Frage werden wir jetzt nachgehen. Und damit herzlich willkommen zur Marktwoche. Ich bin wieder Alt, ich begrüße Sie ein letztes Mal, heute nochmal aus Shanghai. Wobei, wenn Sie das Video sehen, dann bin ich mehr oder weniger schon auf dem Weg nach Peking. Es ist am Wochenende jetzt, wo ich das Video aufzeichne. Und ich habe schon ein bisschen die Zeit genutzt. Gestern war ich nochmal in so einer etwas weiter entfernten alten Stadt, kleinerer Ort, der so ein bisschen wie, man bezeichnet es Venedig, Shanghai, so weit würde ich jetzt nicht gehen, es sind doch schon größere Unterschiede, aber es gibt schon mal so einen kleinen Einblick, das Leben am Fluss mit so kleinen Häuschen, natürlich die ist mittlerweile völlig durchkommerzialisiert, Sie können sich vorstellen, Sie gehen da durch und Sie kriegen natürlich ein Essensgeschäft nach dem nächsten und es gibt so die üblichen Sachen, Dumplings sind übrigens sehr groß, Dumplings mit Krabbenfleisch oder Krebsfleisch vielmehr, Flusskrebs ist hier so ein Thema. Dann das Ganze mit Nudeln, Reisnudeln mit Krebsfleisch, sehr, sehr, sehr lecker. Auch ein bisschen schwer, aber sei es drum, muss natürlich auch immer mal dann ausprobiert, gekostet werden. Frühlingsrollen mit, Achtung, Krebsfleisch und so weiter und so fort. Also das macht schon Spaß, dann kann man sich natürlich auch so ein bisschen in der Historie umschauen. Ja, und dann gibt es natürlich in Shanghai, das habe ich ja schon bei Fast & Forex gezeigt, auch die moderne Seite, die aber auch erst so 20, 25 Jahre in der Summe alt ist und die eben in dem gesamten Finanzzentrum wirklich für einen Großteil, für einen guten Teil des GDP, also des Bruttoinlandsprodukts verantwortlich, also Großteil ist übertrieben, 8% waren es, glaube ich, wo eben wirklich auch bis in die Nacht gearbeitet wird. Warum? Weil das Herangehen der Menschen hier in China, so sagt zumindest mein Kollege, mein Freund vor Ort, er meinte, die arbeiten eben, die wollen schnellstmöglich reich werden, darum geht's. Und das ist auch nachvollziehbar, weil die sehen natürlich auch seit Kindesbein, wie es im Westen, im Westen in Anführungszeichen läuft und natürlich wollen die aufschließen und man zeigt auch den Reichtum, man zeigt den Wohlstand. Also ich sage es ja schon die ganze Zeit auch, auf dem letzten Mal oder letztes Jahr schon oder davor, in Asien, die Boutiquen der Luxuslabels sind um gigantische Größen größer als das, was wir in Deutschland oder Europa kennen. So ein Louis Vuitton Store in Hamburg zum Beispiel, den kenne ich ja nun auch, ist ja um die Ecke da, Neuer Wallen. Das ist ein Zimmerchen gegen das, was Sie hier so sehen und wo wir in Hamburg vielleicht nur eine Boutique haben, haben die hier an jeder Ecke eine in gigantischen Ausmaßen. Warum? Weil man den Wohlstand, den man sich hart erarbeitet hat, auch zeigt. Das sind so kleine Unterschiede, aber es macht immerhin auch Spaß, sich das mal so mit anzuschauen. Und dann habe ich noch was mitgebracht. Schauen Sie mal zum Thema Plastikmüll. Wissen Sie, was das ist? Ja, natürlich, klar, die Marke kennen wir. Das ist das, wo wir dann sagen können, eine Einmalportion Kaffee. Schön aus Plastik, kann man sich den Kaffee machen und ihn wegwerfen. Ob man das jetzt natürlich braucht, sei nochmal dahingestellt, aber das wollte ich natürlich nicht voranhalten. Damit genug aus meinen aktuellen Erfahrungen und wir gehen jetzt direkt mal in die Zahlen der vergangenen Tage und schauen in die nächste Woche rein. Ja, was gab's? Es gab tatsächlich außer dem Preisindex, also Verbraucherpreis, also Inflationsrate, Zinsentscheidung der EZB, letztlich nicht wirklich größere Highlights. Ich meine, das reicht auch schon, ehrlich gesagt. Die EZB ist auf 3,25% runtergegangen von 3,5, also Viertelprozent. Und das ist vielleicht noch nicht mal wirklich die letzte Maßnahme. Weil natürlich, wenn wir auf den Verbraucherpreisindex gehen, 1,7% von 2,2 sind wir in der Eurozone, zumindest was offiziell die Zahlen angeht. Und damit sind wir schon unter dem Inflationsziel der EZB, und zwar deutlich, das liegt ja bekanntermaßen bei 2,0. Das könnte bedeuten, dass die EZB jetzt vielleicht sogar sich genötigt sieht, die Zinsen noch weiter zu senken, um einfach das Ganze wieder ein bisschen anzufeuern, um die Inflation vielleicht so ein bisschen hochzutreiben. Jetzt können wir uns natürlich vorstellen, dass sich dieses Spiel natürlich ewig treiben lässt, dass man mal da drüber, dass man mal da drunter. Es ist halt relativ schwer einzujustieren. Da kommen Energiepreise dazu, Lebensmittel und. Also all das fließt ja rein in den Warenkorb und das ist natürlich relativ schwer einzusteuern. Wir kennen den Ölpreis, der ist momentan etwas niedriger,
Das könnte schon so eine Rolle mitspielen. Aber das muss sich natürlich auch nicht auf Ewigkeiten so halten. Von daher, die Situation sieht momentan so aus. Ich gehe davon aus, und das macht der Markt auch, dass man im Endeffekt noch ein bisschen weiter runter geht. Das ist auch sinnvoll an der Stelle, wenn man sich die Zahlen anschaut. Aber ob es jetzt eben tatsächlich wieder auf den Nullzins geht, das wage ich mal zu bezweifeln, zumindest an der aktuellen Stelle. Damit schauen wir mal in die kommende Woche rein. Was erwartet uns da? Abgesehen davon, dass Frau Lagarde sich das eine oder andere Mal zu Wort äußert, da darf man gerne auch mal hinschauen oder hinhören am Dienstag oder am Mittwoch, weil natürlich dann auch die Frage steht, gibt sie irgendwelche Statements ab, was eben Zinssenkung angeht? Ja, da könnte man sich entsprechend schon positionieren. Das wäre so die Aussage dahinter, die man dann vielleicht erwarten darf. Schauen wir mal. Aber ansonsten, es wartet eine relativ ruhige Woche auf uns. Wir haben die Einkaufsmanager-Indizes in Deutschland und in den USA für das verarbeitende Gewerbe, für Dienstleistungen. Im verarbeitenden Gewerbe ist man eher unter 50 und in den Dienstleistungen noch leicht über 50, zumindest in Deutschland ein bisschen deutlicher über 50 in den USA. Und alles, was über 50 ist, wird eher als wachsend angesehen, was unter 50 ist, eher als schrumpfend. Ja, so kann man sich das so vorstellen. Da geht es in den USA auf die Erstanträge für die Arbeitslosenhilfe. Auch nochmal ein wichtiger Indikator für die Gesundheit der Wirtschaft. Ja, da geht man momentan eher davon aus, dass alles irgendwie okay ist, was auch immer das bedeuten mag. Heißt also eigentlich, weniger Erstanträge sollte man erwarten. Das ist zwar hier jetzt noch nicht oder eingetragen, aber ich glaube, das ist das, was man letzten Endes ja auch schon die ganze Zeit so auch so durchklingen lässt oder was man auch so beobachten kann. Von daher ist die Stimmung in den USA ja eigentlich schon positiver. Und das sollte sich dann auch durch die Zahlen bestätigt sehen. Apropos Zahlen, am Freitag dann noch der IFO-Geschäftsklimaindex für Deutschland. Da darf man gespannt sein, wie da die Stimmung ist. Und auch hier, es gibt noch keine Prognose, muss man dann eben im Fall der Fälle sehen. Fakt ist, man darf an diesen Zahlen oder an diesen Uhrzeiten, wo die Zahlen kommen, durchaus etwas vorsichtiger reagieren, weil sicherlich die eine oder andere Nachricht für Volatilität sorgen könnte. Und das ist natürlich auf der einen Seite gut, ja, weil dann natürlich auch entsprechende Liquidität bzw. Volatilität reinkommt und eben, Trading-Gelegenheiten sich ergeben können. Auf der anderen Seite will man dann nicht auf der falschen Seite stehen. Deshalb hier ist immer etwas Vorsicht angebracht. Ja, und mit den Worten gehen wir direkt in die Charts. Ja, wir starten wie immer mit dem FDAX. Wir sind im DAX Future, im Wochenchart. Also alles beim Alten. Und wir sehen ja schon, der DAX ist ausgebrochen, wie eigentlich auch angedeutet. Ich meine, das war jetzt hier jetzt nicht wirklich schwer, das zu prognostizieren. Die Frage ist natürlich immer, wie weit geht es? Und da dürfte vielleicht in der kommenden Woche schon mal der IFO-Geschäftsklima-Index eine Rolle spielen. Aber eigentlich muss man auch sagen, das ist eher so ein Thema für den Mittelstand. Denn die Großen, und ich sage es immer wieder, die Großen machen ihr Business außerhalb von Deutschland. Ja, also ich beziehe mich jetzt mal so auf Adidas, weil mir das natürlich auch immer über den Weg läuft. Oder die Firma, die Marke. Die Stores hier, auch in China und in Asien allgemein, sind riesengroß. Und überall. Ja, das bedeutet, wenn man auch das mal so vergleicht, ja, wo sie dann irgendwo in Europa, Deutschland, Schweiz, Österreich eher so kleine Läden haben, mal so ein Shop-in-Shop oder beim Einzelhändler mal so drei Modelle von irgendeinem Schuh da stehen haben, haben sie hier ganze Lifestyle-Welten, Lifestyle-Konzepte, Kooperationen mit Designern. Da wird offen gesagt, das Geld verdient und zwar im großen Stil. Und da ist natürlich nicht so entscheidend, ob jetzt mal der eine oder andere Schuh in Europa, in Deutschland mehr oder weniger verkauft wird. Also um das auch mal ganz, ganz deutlich zu sagen, die Globalisierung spielt hier eine große Rolle. Und deshalb darf man sich auch nicht täuschen, wenn der DAX weiter nach oben geht, obwohl man irgendwie eine gewisse Skepsis der eigenen Wirtschaft gegenüber hat, berechtigt oder unberechtigt, sei mal dahingestellt, dann sind das zum Beispiel ein paar Schuhe. Ja, und das erklärt auch, warum der DAX trotz allem von einem Rekord auf den anderen, auf den nächsten läuft, weil eben in der Welt global betrachtet es irgendwie immer noch funktioniert. Ja, allen Krisen zum Trotz. Und das ist das, was wir hier sehen. Und ich kann mir vorstellen, und das habe ich auch beim letzten Mal schon mit angedeutet oder angekündigt, 20.000, ich glaube, das ist jetzt nicht mehr wirklich der große Wurf. Da sollten wir schon noch hinkommen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass die Marktteilnehmer vielleicht mit so ein bisschen überschießen, aber nichtsdestotrotz dann so langsam vorsichtig werden, denn wir kommen so langsam in den Bereich, ja, jetzt haben wir ja nicht mehr lange bis zu den Wahlen in den USA, auch wenn es sich so langsam rauskristallisiert, dass Donald Trump wahrscheinlich das Rennen macht,
weil Kamala Harris ein bisschen jetzt, naja, hinterfragt wird. Es kommen Skandale ans Tageslicht, wie auch immer, wie man das Skandal nennen will. Plagiatsvorwürfe, sie ist nicht wirklich in den Medien präsent, wenn man das so ein bisschen verfolgt, und macht allgemein eine etwas blasse Figur. Jetzt will ich nicht über die Programme reden, sondern einfach mal so das, was die Leute vielleicht so sehen könnten. Und am Ende, momentan von den Umfragen her, ist Donald Trump eben deutlich vorne. So, das könnte natürlich jetzt schon eingepreist werden, hat aber natürlich die Gefahr, und das gilt jetzt natürlich für alle Märkte, es hat die Gefahr, dass dann, wenn es tatsächlich nicht so kommt, große, große Enttäuschung kommen könnte. Oder, Sie kennen das auch, buy the rumors, sell the news, das ist natürlich die andere Geschichte. Das heißt also, wenn Donald Trump dann Präsident wird, das bereits schon eingepreist wurde, dann fehlt die Story und dann werden Gewinne mitgenommen. Also welche Geschichte auch immer gespielt wird, ich kann mir vorstellen, dass es noch ein Stück weit aufwärts geht und auch das gilt für alle Indizes, aber dass wir eben an den entscheidenden Marken zum entscheidenden Zeitpunkt mit einer Korrektur rechnen dürfen. Heißt also, ich wäre jetzt mit Investments, strategisch langfristigen Investments, mehr als vorsichtig, zumindest wenn es um den Neueinstieg geht. Wenn Sie jetzt auf Gewinn sitzen, kann man die absichern, kann man über Gewinnmitnahmen nachdenken, ich will es nicht alles weggeben, aber durchaus mal hier so ein Stück weit Kapital zur Seite bringen, um eben dann nachzulegen, wenn der Markt sich wieder beruhigt hat, nachdem halt die Wahl vorbei ist. So, gehen wir zurück zum DAX. Also was ist die Erwartungshaltung im DAX? Wie gesagt, es wird noch ein Stück weit hochlaufen, 20.000, 20.500, so in dem Bereich, das kann ich mir vorstellen, aber dann dürfte und darf und muss im Endeffekt auch wieder eine Korrektur her. Die kann dann so ein Stück weit auf die 19.600 laufen, darf auch gerne noch mal ein bisschen tiefer gehen. Für mich wäre vollkommen akzeptabel und auch gesund 18.800. Dann haben wir den gesamten Ausbruchsbereich nochmal korrigiert, das nochmal getestet. Der Test fehlt nämlich noch, wo wir lange, lange dran gehangen haben, über Monate, fast schon ein halbes Jahr ungefähr, wo wir dran gehangen haben, um nicht rüberzukommen. Und jetzt eigentlich in den letzten 4-5 Wochen ging es erst aufwärts. Und der Bereich darf gerne nochmal getestet werden und vor allen Dingen für gut befunden werden. Das zählt. Damit gehen wir in die Schweiz und der SMI macht sich auch auf den Weg nach Norden. Auch das war ja die Idee und wir haben das schon in der letzten Woche gesehen. Hier sehen wir ja unten die entsprechende Akkumulationslunte, heißt also, die Marktteilnehmer kaufen. Und ja, es gab den Move nach unten hier, der ist dann wieder hochgekauft worden und jetzt sieht es danach aus, als ob wir weiterlaufen auf die 12.500. Ich meine, das ist jetzt nicht mehr so weit, die 140 Punkte, die sollten schon noch drin sein. Ich kann mir vorstellen, es ist dann so ein bisschen korrigiert, nicht allzu viel. Die Idee könnte man so sagen, 12.300 Punkte, also so ein kleines Niveau, das man dann so entsprechend hier so festhalten kann. Schauen Sie, da sind so kleinere Hochs, die dann vielleicht nochmal so angelaufen werden könnten. Aber alles in allem ist es auch hier relativ greifbar, dass wir uns dann weiter Richtung Norden bewegen sollten. Und da lege ich mal die 12.757 als Maßstab so rein. Da muss nicht exakt das Hoch getroffen werden, aber dass man so in den Bereich reinkommt, ich glaube, das ist greifbar. Und dann sind wir damit endlich im Bereich des Allzeithochs, das wir hier haben vom Dezember 21. Und dann hat es ja auch lange genug gedauert und dann schließt der SMI endlich auf zu allen anderen Indizes, die ja sowieso schon die ganze Zeit von einem Allzeithoch zum anderen laufen. Bis dann braucht es noch ein bisschen, ja klar, aber ich glaube, der Weg ist relativ greifbar, nachvollziehbar und im Endeffekt auch vorgezeichnet. Ja, wir schauen nochmal nach Asien. Was macht der Nikkei? Ich meine, ich schaue die ganze Zeit nach Asien, aber was macht der Nikkei? Der Nikkei bremst. Die Idee war beim letzten Mal, dass es weiter hochgeht und relativ zügig, beziehungsweise auch relativ steil, so in den Bereich des Allzeithochs, hier dann bei 42.500 knapp, ein bisschen drüber. Ja, das war so der Punkt, den ich so angesetzt hatte, mit der Korrektur anschließend auf 40.800 Punkte. Soweit ist es noch nicht. Die vergangene Woche war eher gemischt, man ist schon noch hochgelaufen, so in dem Bereich von rund 40.700, im Hoch waren wir bei 40.300 Punkten. Und dann ging es schon wieder runter. Und jetzt wird sich zeigen, und das ist jetzt schon entscheidend, ob wir tatsächlich jetzt, naja, sowas wie eine verunglückte Schulterkopf-Schulter haben. Die muss man sich natürlich dann ja sehr, sehr stark herbeifantasieren, aber ich glaube, Sie sehen das schon hoch.
höheres Hoch, tieferes Hoch. Ja, das ist ja das Markenzeichen der Schulterkopf-Schulter. Mit der Nackenlinie kommt man natürlich hier nicht mehr hin. Die wäre dann hier irgendwo bei rund 30.500 im Tief. Also das greift dann nicht mehr. Nichtsdestotrotz, ja, so in der Art könnte man sich dann vorstellen. Das heißt, also wenn der Nikkei jetzt anfängt zu schwächeln und runterzukippen, dann reden wir über die 38.000 Punkte und dann geht es mit Schwüngen aus meiner Sicht dann auf die 37.000. Da könnte diese Abwärtsbewegung gebremst werden. Ich bin allerdings eher der Meinung, oder lege mich jetzt mal fest, dass mit einem Überschreiten des Hochs der letzten Woche, also bei 40.300 Punkten, das ist mein Favorit, dass es dann weiter aufwärts geht, auch gezogen von den Weltmärkten. Ja, der Nikkei, ja, Asien spielt natürlich ein eigenes Spiel. Nichtsdestotrotz ist man ja doch eingebunden in die Weltwirtschaft. Und aus meiner Sicht ist das zu favorisierende Szenario eher das, die Aufwärtsbewegung, und das, ja, weniger favorisierte Szenario, die Abwärtsbewegung, die Korrektur auf rund 37.200 Punkten. Deshalb zeige ich mal so eine leicht verunglückte 1 mit rein. Ja, das ist die Nummer 1 hier. Das wäre so die Idee, aber sie muss erstmal aktiviert werden. Das Aktivieren heißt, das Hoch muss überschritten werden. 40.300 Punkte wollen überschritten werden. Und dann wäre so ein Stop-Loss greifbar unter dem Tief. Das ist immer der Vorteil von so einem Szenario bei 38.790, also mit ein bisschen Puffer natürlich. Aber so in dem Bereich könnte man sich dann festlegen oder entsprechend den Trader öffnen und könnte dann von dem nächsten Move mit profitieren, sofern er denn kommt. Das ist immer die Sache, die man natürlich dann im Auge behalten muss. Dann gehen wir in den S&P 500, leicht zu erkennen. Wir haben wiederum ein Allzeithoch, warum auch nicht. Ja, es geht von einem Allzeithoch zum nächsten. Nur selten mal eine Woche in der letzten Zeit, die das irgendwie nicht schafft, so wie die Woche vom 30. September, dann sind wir knapp davor nochmal ein bisschen hängen geblieben. Aber seitdem geht es munter aufwärts und ich belasse es einfach mal dabei, die 6.000 Punkte, ich glaube, die sind sowieso schon durch, ja, sind jetzt bei 5.906 Punkten und dann können wir im Endeffekt von dort aus direkt weitergehen, 6.100, 6.200, es geht so lange, wie es geht. Es hört sich jetzt natürlich ein bisschen doof an, aber wir sind im Niemandsland, wir sind steil dabei, wir sind weit entfernt schon von der 200-Tage-Linie, über die 200-Wochen-Linie müssen wir gar nicht erst reden, die liegt bei 4.447 Punkten aktuell, oder 4.750, 54, auch immer, ja, also weit, weit, weit entfernt. Das heißt, das Rückschlagspotenzial gerade mal auf die 200-Tage-Linie ist da, die liegt bei 5.350 Punkten ungefähr. So, das heißt, in dem Moment, wo es runtergeht, dann ist dann viel, viel, viel Potenzial für eine Abwärtsbewegung dabei. Und ich kann mir am ehesten vorstellen, dass auch hier die Wahl die größte entscheidende Rolle spielt. Und die Wahl bedeutet Donald Trump, Kamala Harris. Nochmal, momentan hat Donald Trump eher die besseren Karten. Das kann sich aber sofort wieder verändern. Ja, Sie können sich's vorstellen, Sie wissen es wahrscheinlich auch, ein Skandal jagt den nächsten. Ja, die Wäschekörbe mit der ganzen schmutzigen Wäsche werden hier haufenweise angefahren und jeder sucht nach dem dreckigsten Stück, das er dann wieder in die Medien halten kann. Und wer am Ende, naja, die halbwegs weißeste Weste hat, der macht dann letztendlich das Rennen. Also ich hoffe, Sie verzeihen mir meinen Sarkasmus, aber irgendwie so ist es ja. Und es ist halt, ja, das, was gespielt wird. Und am Ende muss man letzten Endes sagen, in dem Moment, wo das Ergebnis feststeht, ist die Fantasie weg. Und dementsprechend, was ich vorhin ja auch schon sagte, ich wäre sehr, sehr vorsichtig, mich hier groß zu engagieren. Nicht nur, weil der Chart hier schon so langsam nicht nur überhitzt ist, sondern sich praktisch schon, ja, der glüht schon förmlich. Und dementsprechend ist das Rückschlagspotenzial da, zumindest mal das Korrekturpotenzial. Sollte es zur Korrektur kommen, also irgendwann kommt es zur Korrektur, da steht zuallererst mal der Gesamtbereich vom Ausbruch, vom letzten Ausbruchsniveau 5.700 Punkte zu Buche. Es kann aber schnell dann runtergehen in den Bereich 5.570, wenn nicht sogar 5.470, 5.500 Punkte, so in dem Dreh. Ja, da haben wir so eine ehemalige Kurslücke, die ja schon lange geschlossen ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir so langsam dann auch hier so an die 200-Wochen-Linie dann rankommen. Die zieht sich dann ja auch, je nachdem, wie schnell das Ganze geht,
ich spekuliere mal hier so ein bisschen rum, auf die 4.000, 5.750. Das ist der realistischste Punkt. Dann darf dann S&P ja auch gerne wieder weiterlaufen. Also alles, was da drunter geht, 5.700 Punkte, wird dann schon kritisch und könnte dann tatsächlich dafür sorgen, dass es eine längere Korrektur wird. So, und damit ist aus meiner Sicht momentan das Abwärtspotenzial größer als das verbliebene Aufwärtspotenzial. Also das muss man hier an der Stelle mal ganz, ganz deutlich sagen. Jetzt habe ich es gelöscht, wollte ich eigentlich gar nicht. So, mache ich nochmal hier rein, damit wir uns daran mal orientieren können. Und das hier ist für mich der Dreh- und Angelpunkt. Ja, also der Bereich 5.700, 750, ja, so in dem Dreh. Von mir aus 5.675, ja, also auch hier dieses Tief, das wir, oder das Hoch vielmehr, das hier mehrfach im August gebildet wurde. Das darf auch nochmal dann erreicht werden. Aber so in dem Dreh dürfen Käufer gerne wieder zurückkommen. Spätestens dann aber bei 5.600, so in dem Bereich. Das wäre so eine Sache, auf die würde ich jetzt achten. Deshalb nochmal Vorsicht jetzt mit Neueinstiegen. Aus meiner Sicht ist da nicht mehr so viel Luft drin. Das ist eher vielleicht sinnvoll, mal zu überlegen, ob man Gewinne mitnimmt und sich neu positioniert, wenn einfach ein bisschen günstigere Preise da sind. Wir gehen in die Nasdaq. Die Nasdaq hat es noch nicht geschafft. Die Nasdaq kränkelt, schwächelt so ein bisschen. Wir sehen es hier an diesen ganzen kleinen Mini-Kerzen. Wir sehen ein Spinning-Top, Doji nach dem anderen, wenig Momentum, wenig Handelsspanne auch und damit kleine Kerzen, Mini-Kerzenkörper. Und im Endeffekt fehlt momentan das Interesse, damit fehlt vielleicht auch die Fantasie. Und es ist natürlich nur eine Frage der Zeit, bis sich das wieder entlädt. Aber das kann natürlich auch ein bisschen dauern. Aus meiner Sicht geht es jetzt hier so langsam, schleichend, aber stetig weiter nach oben. Ich gehe auch hier davon aus, dass wir nochmal ein Allzeithoch sehen, das aber nicht von nicht lange anhalten dürfte und damit auch wieder in eine Korrektur übergehen könnte, und zwar auf den Bereich rund 20.000, 19.900, so in dem Bereich. Das wäre so ein Minimal-Korrekturziel, selbst wenn wir nicht rüberlaufen, das Allzeithoch ist schon ein Widerstand abprallen. Hier würde ich mal drauf achten, rund 20.000, 19.950, da in dem Bereich, da darf man mal schauen, ob es einen günstigeren Einstieg gibt. Alternativ geht es tatsächlich nochmal eine Stufe tiefer und dann liegen wir bei rund 18.500 Punkten. Aber das vermag ich jetzt hier noch nicht wirklich sozusagen. Was interessant ist, ist hier die 200-Tage-Linie. Sie sehen hier die rote, die ist doch relativ nah im Verhältnis zu dem, was wir am S&P gesehen haben. Und damit dürfte die dann auch dafür sorgen, ja, wenn man das Ganze hier so ein bisschen weiterzieht, weiterspielt, auch hier ein bisschen mit Zeit, dass der gesamte Bereich von rund 20.000 Punkten, ja, plus, minus 50, 100 Punkte, dass der gesamte Bereich hier durchaus eine interessante Unterstützung bieten könnte, wenn es zu einer Korrektur kommt. Das insgesamt Aufwärtspotenzial sehe ich momentan auch hier als beschränkt an und das Rückschlagspotenzial momentan ist aber auch relativ überschaubar, gestützt durch die 200-Tage-Linie. Sie sehen es, wie wichtig die ist. Wenn man hier mal in die Historie zurückschaut über die letzten Jahre, dann spielt die eine Rolle und deshalb darf die auch hier gerne unterstützend wirken. Dann gehen wir zu guter Letzt im Index in den Dow Jones. Ja, ich sage es ja gerne nochmal, der Dow Jones hat alle überrascht, inklusive mich, denn er war ja längere Zeit deutlich hinter der Nasdaq hinterher und damit auch deutlich hinter dem S&P 500 hinterher und auf einmal losgelöst, ja, Major Tom in Indexform sozusagen, geht der Dow Jones, der YM, durch die Decke. Weit entfernt mittlerweile vom 200er, von der 200-Tage-Linie, von der 200-Wochen-Linie wollen wir gar nicht erst reden. Ja, da sind wir schon fast 10.000 Punkte entfernt. Meine 200-Wochen-Linie ist zwangsläufig immer relativ weit entfernt. Wenn man einen Trend hat, geht man seitwärts, dann zieht sie sich natürlich dann so ran. Aber die 200-Tage-Linie, die hat auch im Dow Jones eine gewisse Relevanz, wird immer mal wieder angelaufen. Und es gibt eben genau zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit heißt wirklich Korrektur, dann nach unten, ja, hierüber. Ja, und das wäre so zum Beispiel der Gesamtbereich, auch da nach einer kurzen Weiterführung der Rallye auf rund 41.500, 42.000 Punkte. Ja, das wäre dann die preisliche Korrektur.
Da könnte man sich vorstellen, dass es hier so in dem Bereich auch so weiterläuft. Wie gesagt, so rund 42.000 Punkte. In dem Bereich darf man mal gucken, nach der Korrektur, wie es dann aussieht. Oder die zeitliche Korrektur, das heißt, der Kurs steht still, mehr oder weniger, ja, bewegt sich seitwärts und durch allein die Berechnung zieht sich halt die gleitende Durchschnittslinie halt an den Preis ran, kommt dem ganzen Tief immer näher und sollte dann auch weiter dafür sorgen, dass der Ausbruchspunkt dann aus der Seitwärtsbewegung dann damit erreicht ist. Darf man sich gerne mal anschauen. Sie sehen es hier, wenn Sie mal anschauen, hier März 24, bis hier dann der Preis erreicht wurde, ne, bis man dann so mehr oder weniger daran gelaufen ist. Im August 24, dann kam der Ausbruch erst. Ja. Also so könnte sich das dann zeitlich darstellen. Sie sehen, der Preis bleibt nicht stehen, aber er geht es auch nicht wirklich deutlich hin und her. Ne, eine Range, die man dann hat. Ähnliches erwarte ich auch dann in den nächsten Wochen. Wie gesagt, es soll ein bisschen hochgehen. Das ist entweder Szenario 1, es geht dann runter auf rund. Was haben wir hier? Genau, hier die rund 41.000, 41.500, 800, 42.000, so in dem Dreh. Oder man bleibt einfach stehen, läuft dann seitwärts. Das wird der Markt entscheiden, aber wir haben die Szenarien dann schon da. Damit geben wir die Einzelwerte, um Ihnen zumindest mal so ein bisschen chinesisches Aktienmaterial zu zeigen. Da habe ich Ihnen mal Alibaba mitgebracht, allerdings in US-Dollar, hier also dann in den USA gehandelt, was natürlich auch für die meisten einfacher dann auch umzusetzen ist. Und relativ leicht zu erkennen ist, dass Alibaba nicht nur etwas schwächer momentan aufgestellt ist, sondern sich allgemein eben auch in der Seitwärtsbewegung auf niedrigem Niveau befindet. Und hier an der 200-Wochen-Linie und an der oberen Kante der gesamten Seitwärtsbewegung nach unten abprallt. Man ist auch überkauft. Ja, also damit ist es hier alles in einem Bereich, wo man sagen könnte, aha, mit dem Bearish Engulfing zusammen, das auch noch bestätigt wurde, ergibt sich jetzt hier ein Abwärtspotenzial, zumindest mal auf die 200-Tage-Linie bei rund 80 Dollar, 79,20. Mit der Option, tatsächlich nochmal eine Etage tiefer zu gehen, auf die 68 Dollar. Oder vielleicht sogar noch darunter, wenn es zum Ausbruch kommt. Das ist so eine Geschichte, die man sich jetzt mal angucken kann. Alibaba ist auch nochmal ganz interessant in dem Sinne. Hier läuft alles. Auch ich habe mir die App geladen, auch wenn Sie da Fragen haben, wenn Sie nach China gehen möchten. Was ich empfehle, ja, weil es auch mit dem Visum momentan sehr, sehr einfach ist. 14 Tage, 15 Tage Visa on Arrival war noch nie so einfach. Zumindest erinnere mich nicht daran. Aber Sie brauchen schon so ein bisschen Vorbereitung und Alipay, was ja zu Alibaba gehört, ist hier wichtig und vor allen Dingen ist es auch für Ausländer machbar. WePay, also über WeChat Pay, geht es nicht, braucht man Alipay. Sie setzen eine Kreditkarte dahinter und dann können Sie hier auch entsprechend mitmischen. Ja, ganz, ganz wichtig, auch um Taxen zu bestellen und zu bezahlen, also eine ganz, ganz wichtige Sache. Auch deshalb, ja, Alibaba spielt momentan in meinem Leben eine Rolle. Und auch deshalb denke ich, ist es ganz schön, mal auch das mit reinzubringen, zumal es charttechnisch ja auch ganz gut passt. Dann habe ich noch was mitgebracht, Volkswagen, ja, die VW-Aktie. Hier kann man tatsächlich sagen, unter die Räder geraten, ja, Zynismus aus. Im Endeffekt, was kann man hier sehen? Einmal sieht man natürlich den langen Verfall von, ja, hier, was haben wir im Hoch, im Allzeithoch, ja, das ist Allzeithoch jetzt gar nicht, also 357 Euro und jetzt sind wir bei 95 angelangt. Und das Schlimme daran ist, dass wir uns hier jetzt an einem wesentlichen, wichtigen Unterstützungsbereich bewegen, sehen Sie, der ja auch langfristig zu sehen ist, 2016 getestet, dann 2020 getestet, sehen wir da ein Vierjahresmuster. Und was ist passiert? VW ist dann immer wieder hochgelaufen nach dem Test. Offen gesagt sieht es jetzt aber nicht danach aus. Denn hier sind wir schon mehrfach rangekommen. Ja, Sie sehen es, jetzt krebsen wir hier so rum und jede Bewegung, die nach oben läuft, wird sofort wieder abverkauft. Und es sieht für mich danach aus, als ob diese langjährige Unterstützung hier fällt. So, und wenn sie fällt, dann ist es schmerzhaft. Davon kann man natürlich auch profitieren, wenn man das möchte. Ja, wenn das Szenario eintritt, dann gehen wir nämlich mal wirklich zurück in die letzten Jahrzehnte. 2011, da haben wir hier das vorangegangene Tief. Da liegen wir rund 83 Cent, nicht Cent, um Gottes Willen, Euro. Und dann reden wir über die 62,80 Euro.
Das ist so das Potenzial aus den letzten Jahren, wo wir dann einfach über Unterstützung, Widerstände reden. Da haben wir noch 74, 50 mit dabei, aber dann hier so im Tiefpunkt irgendwas mit rund 65 Euro. Darüber könnte man sich dann mal Gedanken machen. Und ob man jetzt den Durchbruch abwartet und über den Pullback geht oder direkt den Durchbruch nimmt, ist immer eine Geschmackssache. Ja, der eine macht das so, der andere so. Aber ich glaube, es ist relativ greifbar hier zu sagen, die Schwäche, die wird sich durchsetzen. Der Widerstandsbereich, den wir hier bei rund 106 haben, 195, 106, der sollte, selbst wenn es nochmal zurückläuft, halten, um dann halt entsprechend VW weiter nach Süden zu führen. Zumal sich es fundamental ja auch nicht wirklich ändert. Denn wo soll es jetzt auf einmal herkommen? Man hat aufs falsche Pferd gesetzt, das hat man sich ja auch öffentlich eingestanden. Und damit ist der Weg zunächst mal besiegelt, und zwar so lange, bis es tatsächlich eine Trendwende gibt. Aber die muss natürlich auch dann fundamental untermauert werden. Und ganz ehrlich, wenn ich mir hier anschaue, was an Elektrofahrzeugen in Shanghai rumfährt, ich bin mir sicher, das wird in Peking nicht anders sein, dann ist man VW dabei, aber der ist made in China. So. Und das alles andere ist BYD und Marken, von denen Sie und ich noch nie was gehört haben. Die aber durchaus einen guten Eindruck machen. Bin ja ein paar jetzt gefahren, ja klar, mit der entsprechenden Taxi-App. Und kann man durchaus bringen. Also definitiv. Und dann ist natürlich die Frage, wie groß ist das Potenzial für VW insgesamt dann mit Elektrofahrzeugen. Ja, und das ist das, was wir hier eben am Markt sehen und was der Markt auch aus der Aktie momentan herausliest. Und zu guter Letzt gehen wir in Apple rein. Ja, Apple bleibt dabei. Die Idee war, dass es weiter nach oben geht, also dass wir uns hier in den Ausbruchsbereich begeben. Das passt auch. Die Alternative war ja, dass es nochmal runterläuft, um dann hochzugehen. Also den Umweg nach Süden haben wir jetzt nicht genommen, sondern es sieht danach aus, als ob die Apple-Aktie nach oben ausbricht, Luft holt. Und da möchte ich jetzt schon auch hier mich festlegen und sagen, wenn man dann hier dieses Szenario nehmen möchte, dann wäre so ein enger Stop-Loss das vorangegangene Tief. Und das liegt eben bei 221,33 momentan. Ja, darüber könnte man dann sich halt entsprechend hier positionieren, um dann von einem weiteren Anstieg, der idealerweise dann folgt, zu profitieren. Und ob es dann direkt weiter aufwärts geht oder nochmal eine Korrektur kommt, das wird sich zeigen. Sollte die Korrektur kommen, dann haben wir so diese kleinen Zwischenhochs, die wir so haben. Das könnte schon so als Unterstützung halten. Denn ich kann mir vorstellen, dass viele sagen, hey, jetzt ist die Aktie endlich ausgebrochen, die Korrektur nehme ich mir einfach als Einstieg nochmal mit, um dann von weiteren Anläufen zu profitieren. Und das wäre so die Möglichkeit, die ich jetzt hier für Apple momentan sehe. Alternativ, wie immer alternativ, geht es wieder zurück in diese Range und man probiert es nochmal auf ein neues. Ja. Das wäre so die zweite Variante. Im Großen und Ganzen bin ich nach wie vor positiv für Apple gestimmt. Und ob wir jetzt direkt ausbrechen oder tatsächlich nochmal so in den Bereich von 216 Dollar laufen, das wird sich zeigen. Im Großen und Ganzen ändert es aber nichts an dem etwas positiveren Bild für Apple. Das Einzige, was sich hier so ein bisschen kritisch zeigt, ist, dass wir so eine gewisse bearische Divergenz haben. In der Slow-Stochastik, die würde ich hier an der Stelle aber auch nicht werten oder zu stark werten, weil wir im Endeffekt hier ja eher über Seitwärtsbewegungen kommen. Und sich das dann dementsprechend so hier so langsam abbaut und wir hier nicht wirklich über ganz neue Hochs laufen. Das Einzige, was ein bisschen stört, ist, dass das aktuelle Hoch, das immer noch ein bisschen tiefer ist als das vorangegangene, dass das hier nicht ganz mit abgebildet wird. Aber wie gesagt, ich gewichte das jetzt nicht so stark, weil wir im Grundsatz seitlich hier eher laufen. Sollte es dann aber nicht nachziehen in der Stochastik, in der Slow-Stochastik, dann muss man das Ganze neu bewerten. Ja, damit haben wir es schon wieder mit der Marktwoche. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein paar Punkte aufzeigen, an denen Sie sich orientieren können. Ich konnte Sie ein bisschen was mitnehmen. Ich hoffe, Sie haben auch Spaß immer noch daran an meinen Urlaubsberichten. Ich versuche immer mal so ein bisschen das zumindest, das Urlaub, ein bisschen zu verweben. Ich mache ja gar keinen Urlaub. Ich arbeite ja auch am Wochenende. Aber ich mache natürlich trotzdem Sachen, die man im Urlaub macht. So Reisegeschichten, wie auch immer. Sei es drum. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche und wenn Sie mögen, dann sehen und hören wir uns wieder am Donnerstag, damit Fast and Forex. Und bis dahin wünsche ich Ihnen erstmal alles Gute. Ihr Wieland Alt.